habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein ganzes Hotelzimmer auseinandergenommen. Ich weiß nicht, was er sonst macht, aber das kann er. Und darf meine Busenfreundin Michaela Schäfer reinlegen. Und das ist sie. Wohl die einzige Frau, bei der dieser Satz stimmt. Schatz, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Willkommen zu Mein bester Strahl. Mein Plan war, dass ich Michaela Schäfer hier ins Hotel rufe. Hallo Mika, ich bin's, Julian. Und ich sie dann hier stehen lasse und sage, oh, ich muss in die Rezeption. Ich habe mehrere Schauspieler engagieren lassen. Und deren Aufgabe bestand darin, in jeder Form und in jeder Sekunde Michaela Schäfer das Gefühl zu geben, als sei sie schuld an der Misere. Ja, und da kommt sie auch schon zu ihrem Freund, dem Stöckel Julian. Also, noch ist er ihr Freund. Ist jemand da? Komm mal schnell rein. Oh Gott, Mika. Ja, nur hyperventilier nicht. So sieht mein Schlafzimmer jeden Morgen aus. Mehr oder weniger. Ja. Ich hab doch gestern diese Party gehabt. Und heute Morgen wache ich auf. Alles so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich wollte jetzt schnell zur Rezeption gehen, sagen, dass ich noch nicht ausziehe. Ja. Nur du musst hier bleiben, dass jetzt hier keiner vorauskeeping kommt oder so. Ich lasse meine Sachen hier, weil wir müssen irgendwie, ich weiß nicht wie, wir müssen irgendwie ein bisschen aufräumen. Keine Ahnung. Ich krieg ja. Krass. Ja. Boah. Also du siehst, ich habe meinen Geburtstag ein bisschen zu viel gefeiert. Und du warst nicht eingeladen, Michaela. Darüber würde ich mir mal Gedanken machen. Danke, bis gleich. Also erstmal fetten Respekt an Julian, weil das scheint ja nicht so ungewöhnlich zu sein, dass man ihn so vorfindet. Michaela ist ja nicht gerade aus allen Wolken gefallen. Scheint alles wie immer, wenn Stöcki ein Glas zu viel trinkt. Na, obwohl, das scheint dann wohl doch neu zu sein. Nee, das ist nicht dein Herz. Julian Stöckelchen ist quasi der deutsche Ozzy Osbourne. Also, ohne dass er so erfolgreich ist. Egal, Zeit für den ersten Akt. Auftritt des Zimmermädchens. Vielleicht kann Michaela das Zimmermädchen ja irgendwie daran hindern, in das Zimmer. Also in das Zimmer. Nein. Das ist nicht okay. Ah. Wie sie aus hier? No, Katastrophe. Was sie haben getan? No. Alle kaputt. Ich muss Hotelmanager anrufen. Nee, geht no, nicht. Ich muss anrufen. Can we make a deal? Excuse me. No, 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 no. It's not so, with... No, okay. Ich musste mich erstmal kurz ein bisschen totlachen. Weil es war einfach so herrlich. Sie guckte auch so schön erschrocken. Because we only take a Besen and then we can... Yes, we only take a Besen and then we tun einfach so, as there was never nix gewesen. Zeit für den zweiten Akt. Auftritt Hotelmanager. Ah, der Manager muss gucken. Hallo. Hallo, was ist denn passiert? Guck ihn an, alles Dreck. Michaela Schäfer. Ja, genau, Michaela. Genau, und Sie sind? Okay. Ich bin der Herr Barzi, okay. Der Hotelmanager. Ja. Kann es sein, dass Sie ein bisschen zu heftig gefeiert haben? Ich nicht. Also, ich bin gerade erst gekommen. Ganz gut, entschuldige. Was mich interessiert, wieso hat der die Michaela erkannt? Die hat was an, verdammt nochmal. Aber wir wollten dich nicht unterbrechen, Michaela. Ich weiß auch gar nicht, wo der Julian bleibt. Welcher Julian? Wie meinst du? Der Julian Stöckel. Der hat ach so, Herr Stöckel. Genau, der hat hier also nicht gefeiert, aber. Ja, wahrscheinlich waren die falschen. Nein, das ist ja unser Stammgast, das wissen Sie ja schon. Es ist ja nur so, dass ich ihn vorhin unten am Empfang gesehen habe. Und dass er eigentlich ihn diesen Gutschein, den er von uns bekommen hat, an Sie weitergeleitet hat. Was? So hat er uns das gesagt. Ja, aber ich war heute Nacht nicht hier. Ach, Michaela, ich würde dir so gern helfen. Ist gelogen. Der hat natürlich als erstes angenommen, dass nicht ich das Zimmer verwüstet habe, sondern die skandalöse Nacktschnecke aus dem Fernsehen. Michaela Schäfer. Aber Sie sind doch das Nacktmodel, oder? Ja, aber dann würde ich ja ganz anders aussehen. Also ja, anziehen kann man sich ja. Also wer soll das denn aufhören? Also ich weiß nicht, wie wir das machen. Wahrscheinlich muss man streichen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir das alles erstmal anschauen. Ja. Zeit für den dritten Akt. Auftritt übrig gebliebener Partygast.
hier nicht übernachtet. Schauen Sie mal. Jetzt wollen Sie mir noch irgendwie. Schauen Sie mal. Oh Gott! Guten Morgen! Warum hast du was an? Wie? Ich danke. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ganz ehrlich, auf der Party wäre ich auch gern gewesen. War ich gestern noch da oder nicht? Voll geil. Ich war doch gar nicht da. Ey, ich liebe Berlin, aber zieh dir nicht an. Ja. Schauen wir mal. Also er ist ja nicht so rechnungsfähig, ist er noch besoffen. Ich räume das jetzt mal ein bisschen auf. Soll ich jetzt einen Staubsauger holen? Nein, ich kann das schon. Ich räume erst mal ein bisschen weg. Also Sie geben das schon mal langsam zu. Ja, ich gebe es nicht zu. Aber wieso räumen Sie dann auf? Ja, einfach damit, weil ich mit Julian aufräumen wollte, weil ich ihm helfen wollte. Also. Ja, aber ich habe ihn nicht übernachtet. Ich räume jetzt ein bisschen auf. Auf jeden Fall müssen wir das der Polizei melden. Was? Jetzt denkt sie sich gerade, warum habe ich nichts Anständiges gelernt? Ich würde gerne hier Vandalismus, also einen Riesenschaden würde ich gerne anmelden. Die Täterin ist noch da, ja? Ja, Täterin, ich bin nicht die Täterin. Sie, ja, ich bitte so schnell wie möglich, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ja, genau. Danke, danke. Also danke schön. Ich bin ja so, als wäre ich eine Schwerverbrecherin. Sie tut mir richtig leid. Schon wieder gelogen. Zeit für Akt 4, Auftritt der Polizei. Das ganze Zeug liegt noch rum. Das gibt Ärger. Ach, guck mal an. Cleveres Mädchen. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Bitte schön. Guten Tag. Was ist denn hier passiert? Wollte hier jemand die Rolling Stones nachahmen? Das kann ja aber nicht wahr sein. Die haben ja auch mal ein 5-Sterne-Hotel. Also ich war's nicht. Ich werde hier beschuldigt. Ich war's nicht. Also ich habe hier nicht übernachtet. Sieht ja mehr nach einer Orgie aus als nach einer Party. Und Sie haben die Suite gemietet? Nein, habe ich nicht. Sie sind die Frau Scherer? Ja. Sonst bin ich immer nackt, bla bla bla, ich habe damit nichts zu tun, bla bla bla. Das wird dir alles nicht helfen, Michaela. Die Beweislage ist erdrückend. Von ihrem, dann sind wir wieder weg. Aber es muss jetzt auch belegt werden, dass ich es war. Und das waren Sie natürlich auch nicht. Was ist das denn? Koks. Kokain, Mehl mit Bums, die Ein-Mann-Nasen-Party. Oh Gott, da wird Drogen und Stammut. Nochmal bitte, was ist da? Ich rauche ja noch nicht mal. Können Sie mal mitkommen? Gucken Sie mal, da ist noch eine Schweinerei. Wir haben doch hier alle gekokst, nicht nur getrunken. Ich habe nicht gekokst, soll meine Nase gucken. Ich kann gerne jetzt auch einen Drogentest machen. Also wir können ja noch mal so. Ja, den machen wir, wenn, dann auf der Wache sowieso. Alles wurde verdreht, was man verdrehen konnte. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen, schon wegen Drogen gefunden. Aber natürlich. Aber ich bin ja hier vor 5 Minuten reingekommen. Das werden wir überprüfen, wenn wir Entlastendes für Sie finden. Aber ich sag mal, momentan sagen Sie uns nicht die Wahrheit. Wir klären das auf der Wache. Genau. Nee, ich werde Ihnen jetzt. Guck dir mal die Hände nach hinten, was? Die Handflächen nach außen. Ja, muss das sein? Ich bin doch total ruhig. Machen Sie das bitte so gut wie möglich. Ich würde auch Handschellen machen. Holen Sie bitte die Hände nach hinten und die Handflächen nach außen. Aber ich verstehe. Und so kam es, dass Michaela Schäfer Handschellen trägt. Angezogen, wohlgemerkt. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben, finde ich. Das kann sein, aber uns geht es eh nur um eines. Michaela Schäfer in Handschellen durchs Hotel. Genau. So eine Schlagzeile will ich nicht. Nee? Das bestimmt nicht. Nee. Lieber busenfrei. Lieber Tittenzeige. Ja. Logisch, okay. Es folgt der letzte Akt im Drama um Michaela Schäfer. Der Auftritt des Übeltäters. Juhu! Yeah. Naja, Sie gehen zur Drogenkontrolle, zur Alkoholkontrolle. Ja, aber gestunken. Ich habe auch gar kein Problem damit, weil ich habe kein bisschen Alkohol. Und da ist er, dein Freund, der Stöcki. Oh Gott, Michaela, was ist denn passiert? Willkommen bei meinem besten Streich. Nein! Jetzt kannst du endlich fest. Jetzt wirst du endlich mal richtig in Ketten gelegt. Sind wir noch Freundinnen? Ja. Oh Gott, zum Glück. Lädst du mich hier zum Essen ein? Nö. Eine Revanche soll es auf jeden Fall geben. Logisch. Ja, ich werde mir was ausdenken. Aber was richtig gemein ist. Und da legen wir dann den Julian. Jetzt habe ich den Nachnamen wieder komplett vergessen. Egal, wir legen ihn rein.